Hallo und grüße euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich Nacht. Und für alle, die es noch werden möchten, können, sollten oder es in Zukunft in Erwägung ziehen. Stille. Ja. Leichtes Vogelgezwitscher im Hintergrund. Blip, blip, blip. Wir wollen nicht die Mission beenden. Jetzt bin ich wir schon wollen wieder. Ja. Das Spiel wieder aufnehmen. Ja, du zerstörst wieder meinen Intro, glorreichen Auftritt. Das ist nicht nett. Wir haben noch die Mission 17, das Reich der Gamelle. Und haben die zwar Sultaninen da, Anspielung auf Crusader 2, noch als Gegner. Und bügeln mit unseren schönen Schwertkämpfern darüber. Aus. Was soll konstruiert werden? Aus, mehr tun wir nicht. Was wünscht ihr? Und mehr kriegt wird auch nicht. Belagerungsgeräte vermannt. Es war ja noch schöner, wenn die reden waren. Eine Nachricht vom Sultan. Der glühende Himmel nähert sich der Festung des Sultans. Einfach nur mal zuschauen, wie die zwar schießen, wie die zwar kämpfen, aber genau wissen, sie sind zu wenige, um eine Invasion aus Schwertis wegzuschleudern, wegzupfeilen, wegzu was immer. Bis deppert kommen wir jetzt schon mit so derben Fachausdrücken wie Schwertis und so? Ja voll, das stehle ich ja vor anderen Leuten. Schwertkämpfer, Entschuldigung, Schwertmänner. Obsessene Ritter, falsche Ritter, Anachronismen, sucht euch was aus. Er hat aber der Schwerterschwertkämpfer, muss man sagen. Männlich! Wenn sie die knubbeln, dann. Balliste, bereit, my lord! Klingt das ja fast noch wehtun. Wir geben unser. Hallo zum Bergfried. Im Bergfried? Tu Ballerin und der Bergfried. Wer kommt als erstes durch die Mauer? Was sagt man denn da dazu? Angriff, Angriff. Wo finde ich denn das? Bei Thalia? Bei Thalia. Thalia, Thalia. Oder bei Wikipedia. Oder bei Wikipedia. Außer es ist der 21. März 2019. Voll, das war gestern. Wehe, irgendwer nimmt uns unsere kostbaren NPs weg. Da bin ich aufgefressen. Dann mache ich mein Laptop nur noch ein negatives Smiley auf meine WLAN-Zettel. Na schau, die haben jetzt doch ein bisschen was gebracht. Also ein wenig was geleistet, wollte ich sagen. Können wir da auf hier? Da stehen ja ein paar Leutchen. Was sagt denn das? Dann müssen wir ja, glaube ich, noch einen Turm hinstellen. Und noch ein paar, oder alle anderen Armbrustschützen drauf tun, die wir dann auch haben. Bereits, eure Vorratslager ist voll. Warum auch nicht? Genau. Eure Befehle? Rücken aus! Wir sind bereit, wir Waffen benötigt. Immer diese Musik. Macht Laune! Macht Laune! Alle genügend Güter! Wie? Das ist eigentlich ein Song unserer Jugend, ne? Zumindest meiner. Ja? Na hallo. Es werden Waffen benötigt, Sire. So weit bist du an. Wir stehen zu dir. Man schon. Jetzt auch, ja. Na bist schon. Ey. Balliste, wir werden bereit, überfallen. Aber wird so. Muss man sagen. Muss man sagen. Wird so. I like the movie. Nicht wahr? Was wünscht ihr? Einer für alle! Einer für alle. Einer für alle. Alle für einen. Ah, der Himmel war dem Sultan heute nicht gut gesonnen. Betrunkene Musketiere.
Boah, da habe ich als Kind auch lang gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, dass es Musketiere heißt und nicht Musketentiere. Musketentiere? Das ist eine der schwierigen Fragen des Lebens. Wir hätten das wissen können. Dass das nicht vor der Musketen kommt. Zumindest in der Geschichte nicht. Ein erträglicher Verlust. Ballisten bereit! Noch hat da doch nochmal einen Speicherer, wenn wir es kennen. Lord Numismatik. Speichern, wenn wir es kennen. Balliste bereit, my lord! Ich glaube, ich hab's doch sicher schon mal erzählt, aber ihr kennt wirklich das, ihr kennt doch sicher das Nummer 1 numismatische Rätsel. Das wäre? Der Professor stellt sich in die Vorlesung und sagt, er hat eine Münze aus dem Jahr 20 vor Christus gefunden. Glauben wir an das? 20 vor Christus. Yep. Das steht oben auf der Münze. Genau. Glauben wir an das? Ja, sicher. Oder hat er gelogen, weil er ein Scharlatin ist? Ein Scharlatinchen. Ja, sicher glauben wir ihm das. Bei 20 vor Christus haben sie gewusst, dass in 20 Jahren der Jesus auf die Welt kommt. Du hast die wundervoll gesagt, könnte ich nicht falscher oder besser sagen. Wir sind bereit. Ich hab das gegoogelt. Also ich hab's gewikipediert. Am 21. März 2019. Das war eigentlich ein Weltspruch für Leiberl. I was on Wikipedia on the 21st of March 2019. Was da für Geschäftsideen rauskommen bei einer Crusader-Sitzung, Session? Bei einer Session? Das ist Wort. Das raubet mir die Sprache. Ja, ich merk's, du bist ja sonst auch nicht so wortkarg. Falls ich jemals eine hatte. Na, Sprache hast du schon. Das hat nur keiner verstanden, beziehungsweise wollte ich wahrscheinlich keiner verstehen. Aber ja, es ist eher wohl, du hast schon recht. Ja. Es ist schon wohl. Ja. Ich weiß, von was ich rede, mich halt auch nicht dazu. Bereit, Milo! Bereit, Milo? Wer ist denn der Milo? Und warum schreibt er immer so viele Songs? Den hört man aber auch schon länger nichts mehr gehört, oder? Ich würde sagen, es gibt aber einen Sänger. Eure Lordschaft? Aber nein, der war doch ungefähr so auf die Art vom Genre unterwegs wie der Jack Johnson, oder? So Typ mit Gitarre irgendwo und nirgendwo und alles. Und überall scheint die Sonne und alles ist schön. Ich glaube so ein bisschen, ja. Schon, oder? Ja, aber ein bisschen happier und ein bisschen weniger schnulzenmäßig als wir beispielsweise ein James Blunt, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Schon ein romantisches Thema, aber jetzt nicht alles nur so... Nein, das stimmt schon. Ich meine, James Blunt habe ich live gesehen. Das war in der Stadthalle, aber das ist puh. Das ist puh. Das ist, wie hat denn das Album geheißen noch 1973? Moon Landing? Irgendwas mit Moon? Wo Dingsbums Oman war. Vorwärts, Männer! Na, was war denn. Okay. Vorwärts, Männer! Was war denn da ein größerer Hit von ihm? Männer und Männerinnen. Speichern. Nach dem ersten Album. 1973, oder? Oder ist das nur vom ersten? Das ist vom ersten. Was wünscht ihr? Heart to Heart? Heart to Heart. Nein, vorher, glaube ich. Also dazwischen. Keine Ahnung, aber es erinnert mich daran, dass ich wieder mal James Blunt hören muss. Voll, ich mag den Kerl nämlich auch ganz gerne. Das tut er ja so geil. Der war, was ich mitgekriegt habe, Captain bei der britischen Armee, ja? Also Hauptmann bei uns, also in Österreich und auch in Deutschland. Ich glaube, er war ein Bosnien im Einsatz in den 90er Jahren oder sowas. Der ist auch nicht mehr mit der Jüngste am Dampfer. Ich weiß nicht, der wird Mitte 40 sein, schätze ich mal. Denke ich mal. Warte mal, ich schaue jetzt nach, weil das lässt mir jetzt da selber keinen. I was on Wikipedia on the 21st of March 2019. Ey. Einer für alle! Stalker, gell? Ist deppert, da fühle ich mich eloquent. Einmal. In meinen Jahrtausenden. In den Jahrtausenden, die ich schon das Weltgeschehen beobachten konnte. Wir werden überfallen! Ja, genau. Eine Nachricht vom Sultan. Der glühende Himmel nähert sich der Festung des Sultans. Der glühende Himmel. Seid gegrüßt. Näher ran.
Bonfire hat ist auch cool, aber das ist noch. Bonfire? Wise Man. Das war einer am ersten. Wise Man war auch, ja. Das war alles 2007, glaube ich, also seine ersten Songs. Stay the Night. Stay the Night. Das war das A. Ja, ich weiß, ich hab's dann bei meinem Kopf. Und zu der Zeit eben wie das zweite Album raus war, war ich am Konzert. Und das war schon relativ cool. Mhm. Hat was können. Aber wie sind wir jetzt eigentlich drauf? Ah ja, genau. Ich habe schon wieder vergessen, wie wir drauf kommen sind. Nein, wir waren über Milo und über Jack Johnson, hab ich dann gesagt, dass die ungefähr ähnlich sind. Genau, und ich bin drauf gekommen. Mit einer Gitarre, alles ist gut. Aber du hast schon recht, beim James Blunt ist alles ein bisschen ins leicht melancholische, beziehungsweise ins traurige, aber nicht traurig, dass man weint, sondern eher ins traurig epische ein. Mhm. Ich bin drauf gekommen, weil der sagt, bereit my lord, aber das Lord ein bisschen verschluckt. Bereit Milo. Ja, Milo gesagt. Und so, dann bin ich auf Jack Johnson gekommen und dann bist du mit James Blunt gekommen. Das ist wunderbar, dann sind wir alle mit Männern gekommen. Kann man sich wieder auszeichnen. Wann ist der Weltmännertag? Keine Ahnung. Die richtige Antwort ist, sowas gibt's? Was unnötig, oder? Nein. 364 Mal im Jahr ist der Männertag. Am 65. ist Kindertag. Am 30. Februar, ne? Es gibt aber einen Weltkindertag auch. Ja, das ist sicher. Das ist ein notwendiger Fall. Also, gibt's. Ja, wir haben sie eine nette kleine Mission zwischendurch gemacht. Mit 10 Jahren Laufzeit. Why not? Fast. Mit großen Geschützen, mit denen wir auf den Sultan geschossen haben oder draufgehaut haben halt. Einfach nochmal als Zwischending zum drüberstreuen. So ein bisschen als Gönnierung. Als Gönnierung, genau, gönn dir Schwertkämpfer gegen den Sultan, das muss man auch mal machen. Gönn dir Schwertkämpfer. Die drei Bibi-Handys sind auch immer noch da, werden wir noch brauchen in den künftigen Staffeln und in künftigen Jahren und künftigen Zeiten. Wo sind wir im Tableau auf Platz 4? 12.000 Pünktchen. Und wir haben das unfruchtbare Land als nächstes. Schauen wir noch rein, welch wundersame Gegnerschau uns erwartet. Ha! Ja. Genau. Schlangen, Ring, bei uns. Diese Map, ich weiß schon welche. Kann mich schon erinnern. Jo, wird lustig. Wird ein bisschen stressig, aber wird lustig. Und das werden wir beim nächsten Mal uns ansehen. Und wir freuen uns alle auf das nächste Mal, weil dann sehen wir wieder Händeln und einen komischen Typen mit einer Hacke. Also, das ist der Kreuzzugsmeister. Was passiert, wenn ich da jetzt aufklicke? Der erzählt da was, ja, oder? Ich darf drücken, boah! Ah, okay. Schau, so sehr schaue ich dir zu. Wenn ich was mache. Genau. Also in allen Lebensbereichen. Was hast du gemacht? Ich habe dich gehört. Wer bist du? Warum was bin ich da? Wo bin ich da? Ja, was bist du? Okay. Wir riechen, schmecken, fühlen uns das nächste Mal im nächsten Part wieder. Und freuen uns schon jetzt, wenn es wieder soweit ist. Denn bis dahin bleibt noch zu erwähnen. Grüß euch. Und... Tüdelü.